Könnte man hier das Loch, da müsste der Sarg da rein. Hey, ho, Minenarbeit hier, Vorbunder am Werk und ein wenig in Trauerstimmung, ne? Trauerflor habe ich angezogen. Sieht das an meinem schwarzen Ärmel? Also ich habe den ja immer an. Immer Trauerflor. Ne? Bin der schwarze Mann. Aber ihr braucht keine Angst haben vom schwarzen Mann, sondern einfach mal überlegen, wie ich denn jetzt das Grab baue für 1.8, unseren verstorbenen, armen, kleinen, süßen Hund. Der mir ja eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit auf den Keks gegangen ist, aber gut. Das Gras rückt an. Und überleg mal eben, was habe ich denn dabei? Ich habe doch Halbsteine dabei, ich habe Treppenstufen dabei, ich habe Koppelsteine dabei. Ja, soll man vielleicht auch noch ein bisschen was mit Sandstein arbeiten? Ich glaube, das sieht bestimmt schön aus. Und Blümchen. Blümchen und ein Baum. Was will er denn für ein Baum? So eine normale Eiche? Ja, machen wir mal so eine normale Eiche. Und dann nehmen wir mal hier ein bisschen Sandstein mit. Aber auch nur so Halbsteine möchte ich da. Was war das denn? Ach so. Blümchen. Habe ich denn keine Blümchen? Doch eine Blume habe ich dabei. Was ist das denn hier? Keine Rosen? Ah ja. Mossstone, nö. Nicht für das Grab, so. Das soll ja eher ein schönes Grab sein. Ja, ich würde sagen, ja gut, da brauche ich jetzt erstmal ein paar Halbsteine und dann aus Sand. Sowas in der Art. 9 Stück, ja, ist jetzt natürlich jetzt erstmal gucken, wie es aussieht. So, dann würde ich jetzt mal sagen, das ist ja eigentlich schon groß genug, ne? Fertig. Ja, ich meine, was willst du machen, ne? Das war ja nur ein kleiner Hund. War ja nur ein kleiner Hund. Ja, also wenn man jetzt mal guckt. Oh, es geht überhaupt nicht hier. Wenn man jetzt mal guckt, dann kommt ja hier die Kiste rein, ne? Und bisschen Erde drauf. Und oben das Ding drauf. Schönen Grabstein noch dran. Will ich noch ein bisschen so verzieren. Vielleicht, wenn man sowas macht. Nö, das sieht. Nö. Oder? Oder würde man das vielleicht noch. Ja, ich kombiniere das jetzt mal mit. Entschuldige 1.8, ne, falls du uns noch hörst, dass ich jetzt hier so rumfusche an deinem Grab. Ja, so ist das schon ein bisschen besser. Dann könnte man jetzt hier auch noch solche Endverzierungen dran bauen. Und einen Grabstein. Ich weiß nicht, ob ich den auch wieder aus. Ah ja, da versuche ich mal Folgendes. Da setze ich jetzt einen normalen Sandstein drauf. So, und oben nochmal so eine Klappe. Weil da kann hier auch ein Schild drauf. Ah. Da muss man noch ein Schild bauen. Ja, Blümchen pflanzen. Den Baum, den können wir schon mal pflanzen. Und den lassen wir auch wachsen. Den machen wir nicht mit Zeug. Wo soll, ja, am besten direkt daneben, ne? So, hole ich noch was Erde. Kann ich da noch ein bisschen erweitern? Ich mag nämlich nicht, wenn die Bäume so auf der Kante stehen und dann hier ist der Stamm und da ist noch so Erde. Das finde ich, das sieht irgendwie doof aus. So unlogisch. Ja, kann man das lieber so ein bisschen noch auffüllen? Das ist ja schließlich keine Arbeit. So. Damit wir da auch besser hinkommen, nicht so klettern müssen, kommt jetzt hier auch noch so ein kleiner Weg hin. Können wir diesen Weg hier weiterführen? Mit Schotter. So.
Ach, das, wenn das erstmal alles grün ist hier, dann ist das schon schön. Dann ist das schon schön. Wenn ich jetzt allerdings noch eine Hecke hätte hier, die dahinter so ist, das wäre noch. Habe ich denn keine Hecken dabei? Komm, da müssen wir mal in den Wald laufen. Komm, ich habe da bestimmt auch Hecken dabei. Die Reben, die finde ich schon mal sehr gut. Oh, Hecken habe ich echt nicht dabei. Nee, habe ich keine. Aber noch eine intakte Schere. Intakte, ja, und guck mal, ein bisschen Blumen brauchen wir auch noch. Das ist das kostbare Zeug hier. Ach, einen Eimer sollte man immer dabei haben. Haben wir denn noch irgendwas an wertvollem Werkzeug? Schaufel oder sowas? Nee. Aber hier, die Axt, die sollte ich jetzt auch mal gebrauchen. Um. Was machen wir jetzt so ganz spontan jetzt hier? Ab in die Wildnis. Wir brauchen dringend mal Natura Materiala. Ja, ganze Grünzeug. Ja, für die Vegetarier. Es gibt Minecraft-Spieler, die sind Vegetarier. Ich habe es inzwischen herausgefunden. Ich habe es herausgefunden. Man hat mir erklärt, es ist überhaupt kein Problem, Vegetarier zu sein und hier die Schweine zu töten am laufenden Band. Und Kühe und Elefanten und Pferde, was alles noch so gibt, so. Ja. Yo. Ach, den Wald hab ich schon mal abgehackt, ne? Dann aufgeforstet. Ja. Ich erinnere mich. So, jetzt nehmen wir aber auch mal hier von dem Grünzeug mit. Bisschen lass mal hängen, damit da auch noch genug Saiblinge rausfallen. Oder warum auch immer. Ein bisschen stichhaltigere Begründung ist, dass ich einfach zu faul bin, jetzt den ganzen Baum abzuhacken. So, guck mal, den können wir da mitnehmen hier. Kleinen Weihnachtsbaum. Ist ja auch bald wieder Weihnachten, ne? Ach, Mann, Mann, Mann. Ach, Mann, 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 Mann. Die Zeit, die rennt. Eigentlich möchte ich eher diese ganz grünen Blätter haben von der Birke. Das sieht schöner. Alles mitnehmen. Bin gerade so ein bisschen am Lauschen, ob sich was nähert. Ne, man hört da meistens nur so ein Zischen. Und dann war es auch schon vorbei. Alles mit Holz, Holz, Holz. Du. Blumen. Blumen wollte ich noch haben. Die gelben sind eigentlich ganz passend für so einen Hund. Hör mal, Kuh, hast du ein Schaf gesehen in der Nähe? Ich brauche dringend Schafe. Schon seit. Boah. Unzähligen Folgen. Letztens bin ich dann in die andere Richtung. Ich renne diesmal in diese Richtung hier. Ich will mich auch nicht. Oh, da. Blumen, 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 Blumen. Blöden Schafe. Die sind irgendwie ausgestorben hier. Weiß nicht. Bestimmt auch ein Backe. Ach, hier haben wir auch schön saftig grüne Blätter. Bin ich gar nicht, im Moment gar nicht so richtig sicher, wie die denn jetzt auch gespeichert werden. Dann gucke ich gleich mal ins Inventar, nachdem ich mir den Baum hier geholt habe. Weiß gar nicht, ob die jetzt auch so in verschiedenen Farben. Ja klar. Ja, das ist doch schön. So hatte ich mir das vorgestellt. So, laufen wir mal hier in die Richtung. Hallo. Oh, wieder eine Kuh. Und es wird auch schon wieder dunkel. Das werde ich nicht riskieren. Hier war am nächsten Tag noch ein Ausflug. Meine Güte nochmal. Das ist ja wohl nicht zu glauben. Hier braucht es eigentlich auch noch einen Eingang, ne? Noch einen Zugang durch den
Aber man lässt sich jetzt wieder schwerer verteidigen. So könnt ihr ja nur hier durch. Das hat auch so offen. Ich wollte da vielleicht einen Zaun reinbauen, aber ich finde die Zäune sehr unpraktisch zum Durchlaufen. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber wir müssen natürlich auch eigentlich Trittbrett gesteuert sein. Finde ich. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil das andere Blöcke sind, die so halt auf der Hälfte irgendwie so sind. Aber wäre schon irgendwie wesentlich komfortabler. Genauso komfortabel wie mein Bettchen hier. So, direkt weiter. Kleine Runde drehen. Sicherheitsrunde. Ah, die Dächer, ne? Die Dächer sind noch ein Schwachpunkt. Die Dächer habe ich noch nicht beleuchtet. Das habe ich noch nicht gemacht. So. Da hier muss einfach mehr Kontrast hin. Nehmen wir mal die grüne Hecke. Baue ich das mal so, wie ich das vorhatte. Oh. Sehe gerade, man sollte vielleicht mal ein bisschen essen. Was ist denn mit Pilzsuppe? Also bevor man hier anfängt, sollte man schon ein vernünftiges Frühstück zu sich nehmen. Und was gibt's Besseres als ein schönes, saftiges Steak zum Frühstück? Ne, ihr Vegetarier? Nee, will mich jetzt nicht lustig machen. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Also ich finde das völlig okay, wenn Leute sagen, mal, also ich kann es echt nachvollziehen, ne, bei unserer Massentierhaltung und dem ganzen Mist, dass man dann irgendwann mal eine Krise kriegt und sagt, nee, das will ich echt nicht mehr, will ich nicht mehr, will ich einfach nicht mehr. Ne? Gar kein Problem habe ich damit. So. Das ist schon schöner jetzt. Schöner da. Schön. Wird der wachsen? Der wird wachsen. Die können tierisch gut wachsen, ne? Wenn man die so ein bisschen noch so eingrenzt und so. Das war so ein Riesenbaum versuchen zu machen. Ach, das ist total cool. Warte mal, warte mal, warte mal. Was mache ich? Das mache ich. Hab ich denn überhaupt Knochenmehl? Komm der Reihe nach. Der Reihe nach. Es kommen schon wieder, je länger ich spiele hier, immer mehr Ideen. Ich muss die dann auch wirklich sofort anfangen. Wie mache ich das denn? Sechs Blümchen. Eins, zwei. Weg mit dir. Drei, vier. Dann hier und da noch eins. So. Jetzt brauchen wir Folgendes. Fackeln. Da brauchen wir mehr Holz. Holz habe ich noch in der Kiste hier. Ich habe niemanden erschossen. Ich spinne hier nur so ein bisschen rum. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. So viele Fackeln habe ich jetzt, das ist super. Das war ja, kann ich auf dem Dach, habe ich ja von gesprochen. Eine Leiter baue ich auch irgendwo einfach mal an. Noch irgendwas hier, was wir mal verarbeiten können. Ja, dann brauchte ich halt noch mehrere. Das ist sehr cool. Oh, das wird knapp. Hab ich denn auch keinen Knochenstaub mehr? Knochenmehl, ne? Hier noch einen. Gut, dann wird das alles verarbeitet zu Knochenmehl. Jetzt machen wir das nämlich doch mit dem Dünger. Erst wollte ich den Baum, das mache ich sehr gerne. Ich lasse die gerne so natürlich wachsen. Aber jetzt habe ich eine andere Idee. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache mal einen Riesenbaum dahin. Ne? Und das ist nämlich eine ziemlich coole Sache. Bin ich jetzt auf den Geschmack gekommen, habe ich auf unserem Server ein bisschen beim Terraforming, habe ich da Wälder angelegt und dann haben wir da gesehen, ey, cool, fett, kannst du voll so Riesenbäume mitmachen. Aber jetzt machen wir erstmal so Riesenfackeln aufs Dach. Ah, schade, das geht jetzt hier nicht. Da. Sind die nicht so schön. Ach ja, machen wir das so, komm. Kostet doch nichts. Und wieder runter.
Die Dächer wollte ich beleuchten, damit da oben nichts spawnt, denn gerade wo wir jetzt hier das Grab machen vom 1.8, der ist ja auf diese Art und Weise ums Leben gekommen, ne? Ach, ich weiß gar nicht mehr, ob das die Folge 113 war oder sowas in der Art. Da müsst ihr nochmal nachgucken. Das seht ihr in den Kommentaren da. Ganz viele Leute haben ihre Trauer, Bemerkungen dahinter lassen. Und fand ich sehr nett. Und natürlich werde ich bei Zeit, wenn ich Lust habe, auch mal wieder einen Wolf mir dann zähmen. Aber im Moment seht ihr einen Wolf. Ja, aber dann kam der Sprengwurm tatsächlich da oben vom Dach runter, der muss da gespawnt sein, habe ich natürlich gar nicht gerechnet, beziehungsweise noch weniger der 1.8. Ich bin noch an dem vorbeigerannt, aber 1.8 hat es da nicht geschafft, voll erwischt, ne? Eigentlich brauchen wir jetzt auch mehrere Gräber, ne? Weil es ja nicht nur ein 1.8, der ist jetzt halt in mehreren Teilen. Aber gut, wir packen das alles in eine Kiste, ne? Stempel drauf und gut ist dann, ne? Ja, ist auch nur gut, wenn ihr mal irgendwas nicht versteht. Ist immer eine gute Möglichkeit. Blättert einfach mal ein paar Videos von mir zurück. Ich habe ja auch so eine Playlist mit den ganzen Wir spielen und Sonderfolgen und sowas. Da könnt ihr einfach so einen schönen Rundumblick bekommen, wenn ihr mal irgendwie, was weiß ich, so einen Sonntagabend oder Sonntagnachmittag völlig Langeweile habt oder so, ne, dann guckt ihr einfach mal so ein bisschen in der Playlist rum und da findet ihr bestimmt auch ein paar lustige Sachen oder interessante Sachen oder doofe Sachen, je nachdem. So, wo soll denn jetzt hin, der Baum? Pass auf, den machen wir jetzt folgendermaßen. Der wird richtig groß, den können wir vielleicht hier hin machen, hier so. Wir nehmen vier normale Setzlinge von den Eichen. Oder, ja, manche sagen auch Buchen. Ich finde, das sind Eichen, obwohl das stimmt eigentlich. Sie haben mehr was von der Buche. Ist ja auch egal, ne? Auf jeden Fall nehmt ihr nicht Birke und auch nicht Pinie. Ne? Also dieser Tannenbaum, der Nadelbaum. Also nur diesen hier, sonst klappt das nicht. Wenn es überhaupt klappt, auf Server klappt es. Und dann müsst ihr düngen. Einmal. Ja, das ist das Problem. Ihr braucht ja sehr viel Dünger. Ob das reicht? Drückt mal die Daumen. Ja. Wieder ein. Das wäre ja schon cool genug, ne? Na, ah, schade. Das hat nicht gereicht, aber ihr seht, was dann dabei rauskommt. Vier fette Bäume. Eigentlich kannst du es tatsächlich nur auf dem Server machen, wo die halt das Knochenmehl auch dran, ich sag jetzt mal, vorsichtig cheaten kannst, ne? Sonst, nicht, dass hier gleich wieder Alarm ist und so, ne? Von wegen cheaten und so, nein. Auf dem Server kann man das machen, so dass man sich das Zeug dann holt und dann kriegst du solche Riesenbäume hin, ne? Und guck mal, wie schön der jetzt auch über das Grab so sich ausgeweitet hat. Das ist ja so richtig, als wollte er das Grab auch jetzt beschützen. Also ist ja wirklich dann auch wirklich schön. Ein schöner Moment. Na, ganz ehrlich, also ich mache auch nochmal eben hier so Klick. Ach, guck mal, das machen wir jetzt auch noch eben schön weg. Sehe ich auch noch mal wieder was? Ja. Erde habe ich hier. Hier habe ich die Erde reingetan. Ja. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Und wenn das erstmal alles grün ist hier, ne? Ich glaube, dann ist das richtig schön. Das ist eine schöne Ecke. Den lasse ich jetzt mal hier so. Mal gucken, vielleicht wächst der doch noch. Glaube ich nicht. Ich glaube, da kann man nur nachhelfen. Ne? Toll. Ja, vor allem kriegt er dann Riesenbäume hin. Das ist echt spektakulär, sieht das aus. Ne? Die werden dann ja auch noch sehr durcheinander, also nicht, sehen nicht so gezüchtet aus. Sind schön so verwurstelt und verästelt. Ja, diese Höhe ist doch hier, glaube ich, denke ich mal, ganz gut. Da kann ich doch jetzt hier auch mal den ganzen Sims verbraten. Vielleicht sollten wir dann doch hier noch ein Stück Mauer einsetzen. Mit Koppelstein, ne? Koppelsteinmauer. Habe ich welchen dabei? Doch bestimmt, ne? Ja. Na, das lasse ich da noch, damit das da runter wächst, ne?
Ich glaube, es überspringt ja auch sogar einen Block. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, es überspringt sogar einen Block. Das Gras, aber es dauert dann sicher noch viel länger. Muss ja nicht sein. Wie weit ist es denn überhaupt schon? Oh, da hat sie aber jetzt noch nicht viel getan. Beim letzten Mal war es genauso weit, wie ich geguckt habe. Ah. Ja, hau mal rein hier. Komm mal. Ja, das kann man sich dann jetzt eigentlich dann auch schenken hier, ne? Man auch direkt voll mit Erde. Und hier diese Wand, jetzt Schönstein habe ich nicht dabei. Aber sicher habe ich noch welchen auf Lager. Boah, da wäre auch jedenfalls schon mal diese eine Seite schon sehr schön. Da. Klopp, klopp. Klopp, klopp. Klopp. Es wird Abend. Es wird Abend und auch diese Folge wird ja so allmählich auch wieder dem Ende zugehen, denke ich mal, ne? Jetzt mal so ganz langsam, ohne Hektik jetzt. Ganz, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Noch bin ich dabei. Noch habe ich nicht aufgehört. So. Össelig. Muss auch noch befestigt werden. Und hier kommt eine Regenrinne hin. Oder hier so ein Kanal, ne? So ein Rinnstein. So, jetzt habe ich auch das Wort. Wie macht man einen Rinnstein? Oder wie mache ich einen Rinnstein? Keine Angst, ich zeige euch jetzt nicht, wie ich in einen Rinnstein mache, sondern wie man einen Rinnstein baut. Das mache ich immer so. So kann man das schön machen. Ach, das heißt, ihr seht ja, jetzt habt ihr das Problem. Ich würde jetzt gerne diesen kleinen Sandblock da weghauen. Das geht aber jetzt leider nicht. Jetzt muss ich die Treppe zerstören dafür, damit ich da rankomme. Und dann setze ich ein bisschen Schönstein ein. Man kann das auch, ich variiere das immer. Mal setze ich den Rinnstein so ein. Und mal andersrum. Ich denke mal, jetzt halte ich das bei. An den Ecken mache ich dann gerne einfach so einen normalen Block. Sonst sieht das komisch aus, so irgendwie, finde ich. Aber bitte probiert es einfach selber auch mal aus bei euren Bauten. Nach wie vor könnt ihr mir auch immer gerne mal Screenshots von Sachen schicken, die ihr gebaut habt. Ich habe auf minenarbeit.de rechts in der Seitenleiste oder ich weiß nicht, manchmal vielleicht auch links, je nachdem, wo man gerade ist, immer so eine Galerie. Da packe ich die immer rein, die Bilder. Also wenn ihr jetzt drei gleiche Bilder schickt, dann suche ich mir das Schönste davon aus und das packe ich dann da rein, ne? Und da habe ich schon einige drin von Zuschauern oder anderen Spielern halt und ist auch mal schön, da gucke ich auch gerne mal rauf, da habe ich auch mal so einen schönen Riesenbaum ist dabei und andere Sachen. Also so ein selbstgebauter Baum, ne? Und ja, das ist gut jetzt hier, aber das ist jetzt wieder nicht so gut, ja. Vielleicht sollte ich nur bis hier jetzt und dann wieder. Ah, seht mal, was man sich da sofort tun kann. Ich kommt jetzt hier, jetzt kommt jetzt Geröll rein. Schotter. So, und dann ist das nämlich, glaube ich, eine ganz ausgewogene Sache. Dann bin ich auch zufrieden. Mal sehen. Ach so, ja, jetzt hier, ach so, ach so. Ja, wir waren völlig auf dem falschen Film jetzt, auf dem falschen Dampfer gewesen. Nur weil ich wieder nur an euch gedacht habe und euch erzählt habe mit euren Screenshots und Bauten. Freut mich ja immer, wenn ihr, es gibt zum Beispiel Spieler, die spielen auf dem gleichen Seed, die haben damals auch so angefangen und die bauen dann ganz andere Sachen und dann kriegt man da auch schon mal was gezeigt. Ne? Und das packe ich eben, wie gesagt, alles in diese Galerie. Die kann man da so schön durchblättern oder zufällig so sich angucken. Einfach draufklicken, dann poppt das so groß auf, das Bild. Und das, wenn ihr mir so Fotos schickt, kann das natürlich auch schon mal ein paar Tage dauern, bis ich das eingebunden habe. Je nachdem gerade, wie ich dran denke, wie ich Zeit habe und solche Geschichten. So, jetzt 36. Haben wir noch Platz.
Das haue ich jetzt auch noch hier rein. Und jetzt überlege ich mir aber auch schon wirklich, was wir dann in der nächsten Folge vielleicht mal machen können. Jetzt haben wir ja eigentlich das Grab. Wir müssen nur noch auf den Rasen warten. Na, dass der hier mal wächst. Ja, da grunzt wieder einer. Dich habe ich aber nicht gefragt, da unten. Oh, da liegt ja eine Treppe. Ist hier auch was zerstört worden? Bin ich da mal irgendwie auch gesprengt worden? Nö, eigentlich nicht. Ach so, ich habe hier gerade den... Ach so, ich habe gerade den Rasen hier, beziehungsweise den Sand weggehauen. Gut, dann war da noch eine Leiter dran. Ist denn hier was los? Ja, hier ist was los. Aber ja, ich will es aber gar nicht so genau wissen. Ich will doch hier nur bauen. Ich bin doch hier nur der Bauarbeiter. Ich trage keine Verantwortung. Ach, was machen wir in der nächsten Folge? Ich denke, nächste Folge habe ich Bock mal irgendwie unten vielleicht am Fluss da mal diese Expedition zu machen. Will mal ein bisschen da mehr von der Gegend sehen. Da hinten in die Gegend brauchen wir nicht laufen. Da, also können wir auch machen. Können wir auch machen. Aber jetzt denke ich mal, Fluss ist erstmal schön. Da wissen wir schon, dass das hübsch aussieht da. Während ich habe da mal probeweise mal irgendwann geguckt auf einem anderen, ja, jetzt hier nicht in dem Spielstand, sondern nur noch so einem Testspielstand. Und, damals, als ich mir die Seeds da nochmal so angeguckt habe, hier mit 1.8, 1.9 und Zeugs, und habe ich gesehen, dass es da nicht so toll ist. Also es ist ein großer Wald, glaube ich, wenn der da jetzt auch noch ist. Ich glaube, das kann auch alles ganz anders sein. Auf jeden Fall müssen wir da vielleicht auch mal ein Boot rüberfahren. Ich weiß nicht. Aber wir haben da genug zu entdecken. Ich denke mal, gehen wir am Fluss entlang, gucken mal, wie lange das so dauert und was wir da so finden. Und wie gesagt, dann haben wir hier auch nochmal irgendwann die große Expedition zurück nach Hause vor. Also nach Bad Schönfels. Ne? Und wäre vielleicht auch eine Idee, hier mal so einen Weg dann anzulegen hierhin. Ey, was machen die denn da? Wo kommen die denn her? Die sind doch da wohl nicht... Wo kommen die denn her? Der springt da über die Zäune. Ah, da habe ich noch einen Block stehen. Okay. Habe ich Pfeile genug? Ey? Oh... Das war schon mal gut. Ach komm, ich kann ja auch so erledigen. Boah, keine. Boah. Ja, das ist doch immer so. Da kommt doch immer noch so einer da rein, der sich einmischt, den man nicht sieht. Schade eigentlich. Aber gut, beim nächsten Mal gucken wir mal, dass ich mir wieder alles aufsammle. wie so oft, ne? Beende ich jetzt erstmal hier die Folge und dann beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Aua.